geht's gut. Endlich seht ihr mich mal wieder. Nach fast 4 Wochen Arbeit mache ich jetzt mal wieder so mein erstes Video. Es tut mir leid, wie ich ausschaue und alles. Ich bin gerade von der Arbeit angekommen. Sehe bestimmt mega fertig aus. Meine halbe Schminke ist verschmiert, aber was soll man machen? Und ich dachte, ich drehe jetzt ein kleines Video, weil ich jetzt noch so ein bisschen Zeit habe. Also bleibt mir irgendwie nicht viel Zeit vom Tag. Und genau um das soll es auch heute in meinem Video gehen. Und zwar, wie das Arbeitsleben für mich jetzt so ist und was meine Erfahrungen sind. Viel Spaß! So, zuallererst, also ich habe jetzt am 1. August meine Ausbildung als Friseurin begonnen. Das wissen immer noch nicht viele, obwohl ich es jetzt eigentlich schon in ganz vielen Videos erwähnt habe. Und arbeite jetzt schon fast einen ganzen Monat. Bin jetzt in meiner letzten Woche und nächste Woche gibt es einen Lohn. Und ja, ich muss sagen, es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Also ich habe den Beruf gewählt, den ich wirklich machen will. Ich habe jeden Tag Spaß an der Arbeit. Ich habe jeden Tag neue Erfahrungen, sowohl mit Kunden als auch mit neuen Aufgaben. Also es macht wirklich alles sehr viel Spaß. Ich habe immer gute Laune, aber Arbeiten ist wirklich so ein Riesenunterschied zur Schule. Ich habe immer gedacht, ja, Schule ist kacke, ich freue mich so oft zu arbeiten, aber so nach einem Monat merkt man schon langsam, ja, dass Schule doch eher gechillt war im Gegensatz zum Arbeiten, wenn ich mir so jetzt meinen Alltag anschaue. Ich muss früh aufstehen, um 7, ja, geht noch, manche müssen früher raus, arbeite aber auch bis abends um 18 Uhr, also ich fange um 8.30 Uhr an, muss bis 18 oder 19 Uhr arbeiten, bin dann erst um entweder 7 oder 8 eben daheim, komme heim, lege mich erstmal in mein Bett chillen ein bisschen, bis ich schaue, gehe ich schon wieder ins Bett. Also habe ich somit nichts vom Tag und an das muss man sich wirklich erst gewöhnen, weil man halt wirklich keine Freizeit irgendwie hat. Man muss irgendwie die Zeit mit dem Freund unterbringen, sowie die Zeit auch mit den Freunden. Und es ist alles nicht so einfach und der erste Monat ist natürlich erstmal so die Eingewöhnungszeit und alles. Ich habe mich jetzt auch mittlerweile schon eingewöhnt, aber trotzdem fehlt mir so die Zeit für meine Freizeit wirklich. So heißt das YouTube-Drehen. Ich kann nicht mal schnell abends noch ein aufwendiges Video drehen, weil wann soll mir die Zeit bleiben? Und mein Freund, den würde ich auch öfters gerne sehen, aber er hat natürlich auch seine Arbeit und muss auch mal da arbeiten, wo ich zum Beispiel frei habe und dann sehen wir uns zum Beispiel an dem Tag auch nicht. Und das ist natürlich erst alles sehr schwer und daran muss man sich natürlich auch erst gewöhnen. Aber ja, das ist halt das eher Negative am Arbeiten. Aber was soll man machen? Man kann ja nicht ewig in der Schule bleiben. Bald geht Berufsschule wieder los. Da habe ich dann auch immer wieder Berufsschule in der Woche. Jetzt muss ich gähnen. Sheesh. Dann habe ich 2 Tage in der Woche Berufsschule. Das hier dann auch. Dann regelt sich das ein bisschen mehr. Und ja, aber wird alles. Ich freue mich jetzt einfach, wenn ich bald 18 bin, weil dann kann man doch selbstständig mit dem Auto fahren. So muss ich entweder mit dem Bus fahren oder muss mir irgendjemanden suchen, der mich heimfährt. Und das ist dann auch nicht so einfach. Und meine Mama hat natürlich auch nicht Lust, 100 Mal am Tag rumzufahren. Und deswegen, naja, man muss sich natürlich an alles erst gewöhnen. Ich bin zurzeit in der Überlegung, ob ich mit meinem Freund zusammenziehe oder halt eher wir beide in der Überlegung, weil es dann doch besser ist mit der Zeit. Man muss natürlich alles erstmal umdenken. Ich weiß, jetzt denken bestimmt viele, ja, mit einem Friseurgehalt kann man noch keine eigene Wohnung haben. Aber es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt mein Friseurgehalt habe, sondern ich verdiene auch mit YouTube was und ich würde auch von meinen Eltern unterstützt werden, heißt, ja, muss jetzt nicht irgendwie jetzt finanziell hier gerade laufen, aber ihr wisst, was ich meine. Weil ich fühle mich daheim zwar wohl, aber jetzt, wo ich Shireen Davids neues Video gesehen habe, der Wohnung ist ja ungefähr Prinzessinnenwohnung Nummer 1, aber ja, natürlich kann ich mir so eine Wohnung nicht leisten. Ja, was wollte ich noch sagen? Eigentlich soweit nichts mehr. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare so Videowünsche schreiben, wo jetzt nicht so aufwendig sind, weil natürlich so aufwendige Videos eher immer zurückbleiben. Aber wenn ihr noch Fragen habt zu meiner Ausbildung, wie es da so abläuft und alles, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das Thema interessiert. Mich würde es zum Beispiel an meiner Stelle jetzt sehr interessieren, wenn ihr zum Beispiel auch interessiert seid an der Friseurausbildung. Also meine geht jetzt entweder 3 oder 2,5 Jahre, das weiß ich noch nicht, wie ich mich halt anstelle. Und danach will ich wirklich gleich den Meister machen. Und ich meine,
Das Coolste am Schluss ist einfach, mir werden die Haare kostenlos gemacht. Sie wurden heute geschnitten, sie sind jetzt wirklich ein ganzes Stück kürzer. Sie sind jetzt über dem Bauchnabel und gefärbt wurden sie auch schon. Ich habe noch so einen leichten Orange-Stich drin, aber das regelt sich schon. Und bin wirklich zufrieden mit meiner Arbeitsstelle. Was will ich mehr? Habt ihr sonst noch Fragen an mich? In die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace, Leute. Ciao.